Guten Morgen, heutigen Montag. Ja, bei feucht frischem Oktoberwetter. Hier vom Wind sind Joe und ich mal wieder auf Achse. Schöne bunte Blumen noch am Wegesrand. Ist doch auch schön zu dieser Jahreszeit. Unser Wahrzeichen verhüllt sich im Nebel. Ansonsten geht es an für sich. Sichtweite ist ausreichend. Ja, der Oktober neigt sich dem Ende zu. So werden es nur noch 2 Monate, wenn der Oktober sich verabschiedet hat. Im Nachhinein ist es ja immer irgendwo erstaunlich, wenn man denkt, schon wieder ist ein Jahr verstrichen. Aber kennen wir es nicht zu Genüge? Alle Jahre wieder wunderschön hier im Wald, mal wieder. Beziehungsweise, was mal ein Wald war. Aber er ist noch als Wald auszumachen. Die Lücken wachsen so langsam wieder zu. Das ist schon eine ganz schöne Weile her, dass wir hier das letzte Mal lang gelaufen sind. Dies lag aber hauptsächlich an den Erdarbeiten, die im vollen Gange sind, Glasfaserkabel und Gas- und Wasserleitungsrohre, das volle Programm. Ja, wie man sieht, ist auch hier dieses kleine Häuschen. Vollkommen mit Farnkraut und kleinen Bäumchen zugewachsen.
Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Und hattet somit ein zufriedenes Wochenende verlebt. Ja, es stehen ein paar Erledigungen an. Die wir jetzt abarbeiten werden. Ja, oftmals kommen wir aus dieser Richtung. Aber jetzt sind wir wieder auf dem gewohnten Pfad unterwegs. Allmählich nähern wir uns wieder der Hauptstraße. Somit sind wir dem ersten Ziel sehr nahe und können den ersten Posten auf unserer Liste mit einem grünen Haken versehen. So, meine Lieben, an dieser Stelle sagen wir auf Wiedersehen, wünschen euch das Allerbeste zum Tage, ohne jeglichen Stress, voller Harmonie. Alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Schwenk. Und tschüss.